Charakterstudien sind ein kleines Hobby von mir und ich muss sagen, über Twitter, Facebook und andere Buchblogs kriege ich ja mit, was andere Leserinnen so gerne machen und womit sie ihre Freizeit verbringen, abgesehen vom Lesen natürlich. Und das hat mich dazu gebracht, euch heute mal eine Liste geben zu können mit 10 Punkten, an denen man eindeutig eine Leserin erkennt. Leserinnen trinken den ganzen Tag über Tee. Sie haben Katzen, obwohl ich muss sagen, das halte ich nun wirklich für einen Vorteil. Nicht wahr, Jilly? Viele Leserinnen haben auch eine leicht merkwürdige Obsession mit Yankee Candles, also diesen überteuerten, stinkenden Duftkerzen. Oh mein Gott, die neuen Winterdüfte sind da. Ich muss bestellen. Schnell. Liefert schneller. Oh mein Gott. Entweder sie tragen eine Brille, weil sie es müssen, oder weil sie es können. Sie haben mindestens ein Schmuckstück, das in irgendeiner Weise eine Eule zeigt. Also... ich nicht. Leserinnen verlassen das Haus grundsätzlich nur mit einer Handtasche, die eher mindestens groß genug ist, um ein Buch darin zu transportieren. Also... abgesehen vom Tee ist es natürlich wichtig, dass man sein Buch abends wie ein Könner mit einem Glas Wein genießt. Oder ein Brandy. Unfassbar cool ist mittlerweile auch Häkeln, Stricken und Knüpfen geworden. So, wie geht das jetzt? Faden, kommt was raus, Knoten. Keine Ahnung. Und nicht zuletzt erkennt man eine Leserin auch an etwas, von dem man eigentlich dachte, dass es spätestens seit dem Kindergarten out geworden ist. Aber wir haben es uns zurückerobert, und zwar die Kuscheldecke. Mir ist nicht kalt, das ist meine Kuscheldecke. Und nein, ich möchte niemanden mit dieser Charakterstudie auf die Zehen treten. Auf mich treffen davon auch nur wenige Sachen zu. Aber es sind tatsächlich Trends, die ich so mitbekommen habe in letzter Zeit. Und mich würde ja mal interessieren, ob ihr euch darin wiederfindet. Und wenn nicht, was denn eurer Meinung nach typisch Leser ist oder typisch für euch als lesende Person. Lasst es mir in den Kommentaren da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut! Yep. Wer aufgepasst hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass das nur 9 Gründe waren. Aber ich dachte mir, der 10. ist zu offensichtlich. Woran erkennt man eine Leserin? Hm? Hm?